Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn. In dem Video geht es konkret um mein Video-Equipment, welches ich auf Hochzeiten im Einsatz habe. Ich beschränke mich dabei wirklich auf zwei Taschen, eine Stativtasche und einen Kamerarucksack, denn ihr wisst es ja selber, es finden bei einer Hochzeit sehr oft Location-Wechsel statt und da ist es wichtig, wenig Gewicht mitzuschleppen, aber dennoch alles dabei zu haben, was notwendig ist. Und deswegen zwei Taschen sind für mich optimal, die kann ich gut tragen, wenn ich alleine Hochzeiten filme. Ich fange jetzt mal an, am besten mit meinem Tripod-Equipment oder mein Stativ-Equipment. So, hier habe ich eigentlich zwei Dinge drin, ein Dreibeinstativ und ein Einbeinstativ. Zuerst zum Einbeinstativ. Ich habe hier ein Carbon-Stativ von Manfrotto. Und das hat einfach die Besonderheit, dass ich den Kugelkopf hier mit dieser Schraube ganz easy ausrichten kann. Ja, seht ihr das? Das geht ganz, ganz easy. Den kann ich so schnell in die Wasserwaage bringen, weil das ist einfach ein Riesenunterschied, ob ihr an den Beinen den Tripod arretiert, was wirklich zeitaufwendig ist, oder ihr nehmt einfach die Schraube her und arretiert ihn so. Die Schwenkfunktion ist bei dem hier butterweich. Und die Neigefunktion funktioniert auch top. Vielleicht denkt ihr jetzt, der Kopf hier ist überdimensioniert, aber wenn ihr jetzt gerade auch schwerere Kameras drauf habt mit einem 70-200 Objektiv, kommt euch das Ding schon zugute. Das Ding steht super stabil und ist sehr, sehr schnell einsetzbar. Den habe ich meistens in der Kirche aufgestellt oder auch bei Reden. Also ein Top-Teil, passt gut in die Tasche rein, ist aus Carbon und ist nicht allzu schwer. Als nächstes meine Allzweckwaffe ist so ein Monopod von Gizo. Habe ich auch schon 3-4 Jahre im Einsatz. Das Ding ist super leicht, ist sehr, sehr schnell aufzubauen. Also man bleibt damit sehr, sehr flexibel. Vor allen Dingen auch in der Kirche, wenn man kaum Platz hat oder bei Reden kaum Platz hat, die drei Beine auszuklappen, funktioniert das Ding super gut. Schwenk- und Neigefunktion ist bei diesem Gizo auch hervorragend, noch nie Probleme damit gehabt. Und mit diesem Ding ist man einfach super, super schnell. Der fährt hier auf einer Höhe von, der Stativ hat Kopfhöhe, ganz ausgefahren. Was auch ganz cool bei dem Teil ist, der steht wirklich stabil. Also man kann auch die Kamera einfach drauf lassen für einen Moment und was anderes machen. Der ist mir bisher noch nicht umgefallen mit meiner Kamera, wenn ich kleinere Objektive drauf habe. Also den kann man für Hochzeiten wirklich empfehlen. Man kann auch aus der Hand super gut filmen. Der stabilisiert auch unheimlich gut die Kamera. Man kann sie dadurch leichter halten. Und Top-Teil habe ich immer dabei. Ist ein wirkliches Muss bei jeder Veranstaltung. Hochzeit oder größerer Event. Keiner will verwackelte Bilder sehen, also kommt ihr um so einen Monopod nicht herum. Wichtig ist wirklich, dass die Beine sehr stabil sind bei so einem Monopod und dass sie ausreichend breit sind, dass da nichts wackelt und umfällt. Gut, da ich bei einer Hochzeit oft sehr schnell reagieren muss, ist mein Kamerarucksack wirklich aufgeräumt. Er ist in verschiedene Fächer unterteilt, damit ich auch blind weiß, wo ich hingreifen muss, wenn ich zum Beispiel ein Objektiv brauche, einen ND-Filter, Speicherkarten und so weiter. Deswegen, ich habe mir wirklich aufgeteilt in verschiedene Fächer, Objektive, Mikrofon, Kamera, Linsen, Putztücher, Stativplatten, SD-Karten, jetzt gehen wir der Reihe nach mal durch. Meine Hochzeiten filme ich mit zwei Sony Alpha Kameras. Meine Hauptkamera ist dabei die Sony A7 III. Die habe ich mir geholt aufgrund des sehr guten Autofokus. Focus Peaking hat die Kamera. Ich kann mit einem Knopf direkt reinkroppen, um meine Brennweite zu verlängern. Top-Kamera ist sehr zu empfehlen, die hat mich noch nie im Stich gelassen. Allerdings als Backup habe ich auch meine Sony A7S II dabei. Insofern ist ein Backup immer wichtig bei Hochzeiten. Stellt euch vor, euch fällt die Kamera runter oder sie funktioniert von dem einen Moment auf den anderen nicht mehr. Ihr braucht ein Backup, sage ich euch, weil eine Hochzeit kann nicht wiederholt werden. Und das wäre richtig ein Drama, wenn man dann dasteht und kann nicht arbeiten und die schönsten Momente des Brautpaares richtig einfangen. Also, Backup-Kamera, vollgeladener Akku. Memory Card ist da drin. Bezüglich Memory Cards, SD-Karten, da habe ich hier von ThinkTank so eine richtig geile Hülle. Da sind meine ganzen SD-Karten drin, aufgeräumt.
Wenn ich eine Karte voll habe, was selten der Fall ist, die haben meistens eine Kamera 128 GB, nehme ich die und stecke die einfach verkehrt rum rein. So weiß ich dann, welche Karte wirklich voll ist und ja, welche ich noch verwenden kann. Also dieses Teil ist sehr gut, weil die SD-Karten sind aufgeräumt und einigermaßen geschützt. Ordnung ist das halbe Leben. Ne? Gut, hier drin in dem Fach habe ich Akkus verbaut. Da lange ich auch blind zu, einmal von der 7S2. Diese Akkus halten gerade mal eine Stunde und mit denen kann ich schon, sagen wir mal, 2-3 Stunden am Stück filmen von der A7 III. Also ihr seht auch, der Größenunterschied ist schon wirklich immens. Die können auch was. Guter Sound ist ja wichtig auf einer Hochzeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel draußen filme, verwende ich meistens dieses VideoMic Pro. Kommt oben auf die Kamera drauf, auf den Blitzschuh. Das ist eigentlich sehr zu empfehlen. In der Kirche selber greife ich meistens auf die Zoom H1 Geräte zurück. Die sind ja auch in so einer Extra-Tasche, dass ich da schnell darauf zugreifen kann. Das ist ein externes Aufnahmegerät mit so einem Lavalier-Mikrofon. Ich kann euch mal kurz verlinken. Das Video zu den Teilen verwende ich auch schon sehr lange. Man kann einige Stunden damit am Stück durchfilmen. Die werden zum Beispiel jetzt dem Bräutigam oder dem Pfarrer einfach angeklipst, eingesteckt und die Dinger starte ich und da laufen die halt eine Stunde durch in der Kirche. Oder auch bei Reden am Abend bei den Events haben sich diese, da habe ich zwei davon, als sehr hilfreich erwiesen. Mein Backup in der Kirche ist immer dieser Tascam DR40 Rekorder. Den lege ich meistens nochmal in der Kirche auf den Altar, um ein Backup wirklich von der Predigt des Pfarrers zu erhalten. Am Abend ist es so, da verwende ich dieses Teil auch, um es an die Stereoanlage oder an das Mischgerät von der Band anzuschließen. Ich kann hier mit XLR-Kabel rein und mit Cinch in das Mischboard rein und habe auch so immer den Sound, wenn jetzt zum Beispiel ein Gast ganz spontan sich das Mikrofon greift, eine Rede halten möchte, habe ich wirklich diesen Sound auf dem Gerät gespeichert. Das Ding läuft auch meistens den ganzen Abend durch. Wichtig ist dabei nur zu beachten, dass die Akkus voll aufgeladen sind und dann ja, ist das ein sehr, sehr zuverlässiges Aufnahmegerät. War schon oft eine sehr, sehr gute Backup-Lösung, wenn ich diese Reden aufnehmen wollte und konnte nicht mehr zeitnah an der Person sein, um dir extra ein Mikro anzuklippen. Da hatte ich halt das Funkmikrofon von der Band. Blasebalg, super wichtig. Ich habe jetzt hier auf der Sony Alpha 7 III, mit der ich mich gerade filme, da ist 16-35 drauf. Das funktioniert in der Kombination sehr gut mit einem Gimbal. Den habe ich hier drin. Ich verwende den Ronin SC. Das ist die kleinere Version von dem Ronin. Der ist meistens hier vorne drin. Diese Ronin Gimbals sind wirklich von der Qualität her überragend. Der ist klein, leicht und für eine Sony Alpha 7 Kamera genau das Richtige. Und mit diesem 16-35mm Objektiv funktioniert es für mich sehr gut. Diesen Gimbal brauche ich meistens beim Paar-Shooting, wenn ich Aufnahmen in der Bewegung machen will oder wenn sie aus der Kirche herauskommen und die Gäste streuen Blumen, dann kann man damit wirklich super stabile Aufnahmen generieren. Der hat hier diesen Standfuß, man kann den auch jederzeit mit der Kamera irgendwo auf den Boden abstellen. Also tolles Teil, wenn man da Zeit dazu hat, mit dem Ding zu filmen, ist der sehr zu empfehlen für kleine Sony-Kameras mit kleinen Objektiven. Dadurch, dass der auch so schön auseinanderbaubar ist, ich kann hier sogar auch noch den Fuß abschrauben, passt der wirklich in jede Kameratasche ganz easy rein. Den kann man auch auf ein Stativ schrauben, er hat ja hier ein Stativgewinde. Tolles Ding, ist meistens immer vorne hier in meiner Kameratasche verpackt. Okay, dann anderes Tool, welches ich ganz oft verwende in Kirchen, ist dieser Slider. Der ist von Rhino, dieser Slider. Rov Pro heißt der. Funktioniert über eine App, also ihr braucht ein Handy dafür. Der verbindet sich hier ganz, ganz schnell. Hält, glaube ich, 5-6 Stunden locker durch. Also die Batterie ist bisher bei Events noch nie irgendwie zur Neige gegangen. Bevor die Gäste zum Abendessen kommen, nehme ich damit noch den Tisch auf. Also das Besteck, die Gläser. Und das funktioniert super gut. Ich zeige euch gleich mal hier ein Beispiel.
Dadurch, dass der so ruhig von links nach rechts fährt, weil mehr kann der auch nicht nur von links nach rechts fahren, aber das programmiert auf eine bestimmte Geschwindigkeit, kann man da sehr schöne Aufnahmen machen. Ich habe schon öfter versucht, mit dem Gimbal diese ruhigen Aufnahmen zum Beispiel am Tisch zu machen. Ich habe sie bisher nie so ruhig hinbekommen wie mit so einem Slider. Also der hat in meiner Kameratasche die Berechtigung. Der ist auch vielseitig einsetzbar. Man kann ihn auf ein Stativ schrauben oder einfach so auf den Boden bei einer Kirche zum Beispiel stellen. Wenn die Braut jetzt zum Beispiel mit dem Brautvater vor zum Altar läuft, könnte man sich auch vorstellen, dann Slider einfach laufen zu lassen. Geht perfekt, wenn ich vorne am Altar stehe, drücke ich nur auf die App, starten und dann läuft der. Da bin ich meistens, keine Ahnung, 20 Meter weg und funktioniert auch. Ja, zu meinen Objektiven. Ich habe ein 35 mm Objektiv dabei. Hier ist sogar noch mein Nisi ND-Filter, das ist ein variabler ND-Filter, den ich drauf habe. Brauche ich vor allem, wenn ich draußen filmen möchte. Da kommt ihr um einen ND-Filter nicht herum, wenn ihr mir mit 50 Frames per Second filmen wollt und habt hier zum Beispiel eine 1,4er Blende oder eine 2er Blende. Also das ist ein Hammer-Objektiv. Diese 35 mm ist super scharf und eignet sich wirklich für Weitwinkelaufnahmen, welche ich ganz oft auch bei Schminksessions drauf habe, aber auch mal in der Kirche, um wirklich möglichst viele Gäste aufnehmen zu können. Beim Thema Kirche, wenn wir da sind, habe ich immer meinen 70-200 standardmäßig auch auf der Kamera drauf. 70-200 braucht man einfach, dass man nicht direkt an dem Brautpaar dran steht, sondern aus einer Entfernung von 3-4 Metern am Brautpaar ist und kann trotzdem mit einem 200er mm Objektiv da super gut ranzoomen. Man kriegt die Details drauf. Und wichtig ist auch noch, ich habe mich hier für das 4.0 entschieden, weil es viel, viel leichter ist als das 2.8er. Mit dem kann ich auch aus der Hand sehr gut filmen, ohne dass mit Arm abbricht. Das 2.8er ist fast doppelt so teuer und auch fast doppelt so schwer wie das. Hier in dem Fach habe ich einen ND-Filter. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein 50 mm Objektiv draufschraube, habe ich diesen variablen ND-Filter gleich bei der Hand, um ihn gleich draufschrauben zu können. Natürlich sind die vorher auch geputzt, dass es auch schnell geht, wenn ihr filmt. Das 55-1,8er Objektiv habe ich sehr, sehr oft bei der Make-up-Dressing-Aktion drauf, wenn sich der Bräutigam anzieht. Wenn ich einfach Detail-Shots machen will, habe ich dieses immer, immer wieder drauf. Das hat ein sehr, sehr schönes Bouquet, ist sehr leicht zu handhaben und ist eigentlich auch so die meiste Zeit auf meiner Kamera drauf. Wenn ich zum Beispiel jetzt allerdings ein Brautkleid filmen möchte, würde ich dann eher das 35 mm Objektiv hernehmen, weil einfach mehr drauf passt und es zeigt noch etwas mehr von der Umgebung. Also diese zwei Objektive, das 55er und das 35er Sony Objektiv, ist echt also sehr gute Investition gewesen. Hier in dem Fach habe ich dann halt noch Schnellwechselplatten. Hier habe ich Putztücher, Objektivputztücher, die ich verwenden kann. Das ist eine Ersatzbatterie für mein Rode Mikrofon. Ist auch super wichtig, wenn das mal aufgibt, dass ich darauf zugreifen kann. Hier habe ich noch eine Augenmuschel, die relativ groß ist. Die tue ich drauf, wenn ich draußen filmen möchte und die Sonne ist sehr, sehr stark und ich würde jetzt auf dem Display kaum noch was erkennen, dann nehme ich diese Augenmuschel her. Die kann ich einfach draufklippen und das war's schon. Okay, wir sind, glaube ich, durch mit meinem Equipment, welches ganz gut in einen Kamerarucksack reinpasst. Wenn mir noch Zeit an dem Tag bleibt, um Drohnenaufnahmen aufzunehmen, greife ich auf meine Mavic 2 Pro zurück. Diese Drohne macht hervorragende Bilder, gerade für solche Events. Wenn man zum Beispiel die Kirche oder die Location filmen will, ist die eigentlich schnell ausgepackt. Aber man muss wissen, man braucht extra Zeit für solche Aufnahmen und man hat halt nochmal eine extra Tasche, die man mitschleppen muss. Das Coole ist wirklich, dass diese Drohne auch sehr schnell einsatzfähig ist. Ich brauche circa eine Minute, bis ich das Ding in der Luft habe. Meistens filme ich dann 10 Minuten und habe die Shots im Kasten von der Location, die ich möchte. Und das war es dann eigentlich schon.
Ich lasse mal steigen hier im Wohnzimmer, mal schauen, ob es funktioniert. Ja, also mich würde interessieren, mit welchem Equipment filmt ihr eure Hochzeiten? Habt ihr irgendwelche Anmerkungen zu meinem Equipment oder seid ihr ähnlich aufgestellt? Schreibt es unten in die Kommentare und ich würde mich sehr über ein Abo freuen für weitere witzige Videos. Bye bye, euer Sigi.